Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Der Prostatatumor ist bei Männern die häufigste Krebserkrankung überhaupt. Und im Alter steigt die Wahrscheinlichkeit sogar noch, daran zu erkranken. Vielen macht das Angst. Was ist es jetzt? Ist es wirklich Krebs? Und wenn ja, was kann man dagegen tun? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Dr. Dimitrios Skambas. Er ist Chefarzt der Urologie an der Asklepios Stadtklinik Bad Wildungen. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Skambas. Vielen Dank. Sagen Sie mir, wann sollte man zur Untersuchung gehen, um die Prostata untersuchen zu lassen? Nun ja, in Deutschland gibt es ja eine gesetzliche Vorgabe für die Vorsorgeuntersuchung. Bei Patienten, die keine Familienanamnese haben mit dem Prostatakarzinom, wird empfohlen, ab dem 45. Lebensjahr die Vorsorge durchführen zu lassen, entweder beim Hausarzt oder beim niedergelassenen Urologen. Und was stellt der dann fest? Er kann, nachdem er eine körperliche Untersuchung durchgeführt hat und natürlich auch die sogenannte digital-rektale Untersuchung, kann er feststellen, wie groß die Prostata ist und kann tatsächlich auch den Patienten empfehlen, wenn er Verdachtsmomente hat, wie zum Beispiel eine Verhärtung beim Tasten, ihm empfehlen, auch einen Blutwert abzunehmen, den sogenannten PSA-Wert. Das ist ein Eiweiß namens prostataspezifisches Antigen. Und anhand dieses Wertes und synoptisch mit den anderen Daten kann man dann dem Patienten empfehlen, ob er sich weiterhin untersuchen lässt, um ein Prostatakarzinom auszuschließen. Ja, um mal bei diesem PSA-Wert zu bleiben, das ist ja so ein Wert, von dem man denkt, ah, da kann ich in die Zukunft gucken und danach weiß ich, was ich zu tun habe. Was genau sagt mir dieser PSA-Wert? Also ob das jetzt, das sind glaube ich Nanogramm, um die es da geht, die ich im Blut habe, ob das jetzt 10 sind oder 30 oder 0,1 oder was auch immer. Können Sie mir das erklären? Es ist tatsächlich immer noch eine Kontroverse in der Urologie. Vor allem auch vor einigen Jahren, als aus den USA die Information von der sogenannten US Preventive Task Force rauskam, dass dieser PSA-Wert ab dem 70. Lebensjahr nicht mehr bestimmt werden soll, weil er keine Konsequenzen hat. Das ist ein Eiweiß, was in der Prostata hergestellt wird und ins Blut übertritt. In der europäischen Urologie haben wir den Wert zwischen 0 und 4 Nanogramm pro Milliliter festgelegt, wobei das auch altersbedingt variiert. Alles, was über einen Wert von 4 steigt, bedeutet erstmal, guck bitte nach. Schau nach, was das zu bedeuten hat. Ein erhöhter PSA-Wert kann bedingt sein durch eine vergrößerte Prostata. Das heißt also, wir haben hier eine gutartige Prostatavergrößerung und anhand des Volumens wird PSA vermehrt hergestellt. Damit ist der PSA-Wert ebenso erhöht. Eine kleine Prostata, die allerdings bösartig verändert ist, kann durchaus ebenso einen hohen PSA-Wert liefern. Das bedeutet also, wie ich eingangs gesagt habe, der Urologe sollte dann mit dem Patienten zusammen besprechen, was noch zu tun ist. Das heißt also, wenn der Urologe oder auch Sie, wenn Sie zu Ihrem Patienten sagen, ist ein erhöhter Wert rund um 4, dann heißt das noch lange nicht, ich habe Krebs. Das heißt definitiv lange nicht, dass man Krebs hat. Ja. Man sieht schon am Patienten, dass er sich Sorgen darum macht. Es gibt selbstverständlich auch passagiere Prostataentzündungen, die sowas hervorrufen können. Das bedeutet, man kann auch gerne den Schritt vor dem Schritt machen und dem Patienten eine erneute PSA-Kontrolle nach einigen Wochen empfehlen, um einfach den PSA-Verlauf nochmal zu durchleuchten. Bleibt der PSA-Wert erhöht, dann sollte man dem Patienten eine Prostata-Biopsie empfehlen. Ja, genau, damit wären wir jetzt ja schon bei der Diagnose. Wenn ich als Mann Sie fragen würde, soll ich jetzt meinen PSA-Wert bestimmen lassen oder nicht? Was würden Sie mir raten? Da würde ich auf den Patienten näher eingehen. Ich würde ihn darüber informieren, tatsächlich, was das für Konsequenzen hat. Das Alter des Patienten und sein Allgemeinzustand spielt da eine enorme Rolle.
ist das ein junger, fitter Mann, ich sage jetzt mal 56 Jahre alt, dann würde ich sagen, ja, die Konsequenz daraus, nämlich ein Prostatakarzinom zu definieren oder nicht zu definieren, ist von enormer Wichtigkeit. Deswegen würde ich ihm das anraten, nochmal genauer nachzugucken. Mhm. Haben wir aber einen etwas älteren Patienten, der vielleicht auch gewisse Erkrankungen mitbringt, im Alter zum Beispiel von 80, dann würde ich sagen, okay, wir haben das jetzt registriert, wir können das gerne mal in der Zukunft nochmal kontrollieren, aber wir müssen erstmal momentan nichts weiteres unternehmen. Mhm. Warum ist das so? Weil der Krebs sich vielleicht so langsam entwickelt, dass der älter wird als die Person selbst? So ist es. Es gibt ja verschiedene Kategorien. Prostatakrebs, und das betone ich, ist nicht Prostatakrebs. Es gibt durchaus Abstufungen von sogenannten niedrig malignen Prostatakarzinomen bis hin zu hochmaligen Prostatakarzinomen. Und die gilt es zu detektieren und dementsprechend auch zu behandeln. Mhm. Ja. Und diese Diagnose, wie funktioniert sie? Also wir haben eben über Blutwerte gesprochen, Sie haben eben schon Biopsien angesprochen. Richtig. Das heißt, man nimmt eine Gewebeprobe. Ganz genau. Die sicherste Methode, Prostatakrebs nachzuweisen, geht momentan nur über die Gewebsuntersuchung der Prostata. Das geht relativ einfach. Technisch ist es so, dass wir die Anatomie der Prostata einen Vorteil draus nehmen, und die ist ja in der Nähe vom Enddarm. So kommen wir sehr schnell ran. Wir können also über den Enddarm mit Hilfe eines Ultraschallgerätes kleinste Millimeterproben aus der Prostata entnehmen. Das ist eine Untersuchung, die relativ schmerzarm verläuft, sogar ambulant, im ambulanten Setting. Und daraus können wir dann erkennen, ob da Prostatakrebs vorliegt oder nicht. Aha. Sticht man denn da mit der Nadel auch in den richtigen Bereich? Also ich könnte mir vorstellen, Krebs wird ja nicht gleich die ganze Drüse befallen, sondern vielleicht nur ein Teil. Kann es sein, dass man dann da vorbeisticht und sagt, du hast gar nichts? Das ist richtig. Dass man nichts getroffen hat, bedeutet nicht automatisch, dass da nichts ist. Mhm. Wir nehmen ja das Ultraschallgerät als Hilfe und stanzen dann eine Mindestanzahl, die ist vorgegeben durch die Leitlinien, und denken dabei, dass wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das Prostatakarzinom, wenn eins da ist, erwischen. Mhm. Wenn wir es nicht nachweisen können, dann gibt es sozusagen eine zweite Stufe, wo man etwas intensiver nachgucken kann. Und das geht dann über eine modernere Bildgebung, das ist nämlich die Magnetresonanztomographie der Prostata. Mhm. Ist also ein Patient negativ biopsiert worden und bleiben die Indizien für ein Prostatakarzinom nach wie vor da, siehe ein erhöhter PSA-Wert, dann gilt die Leitlinie und die Empfehlung, dass man eine Bildgebung vorschalten muss vor der zweiten Biopsie, die sogenannte MRT-Biopsie, Fusionsbiopsie der Prostata. Also erst die MRT und danach dann die Biopsie, damit man genau weiß, wo man die Probe entnehmen muss. Ganz und genau. Das Ergebnis, das man dann bekommt, wie sicher ist das? Das ist insofern besser zu beurteilen als mit der herkömmlichen rektalen Biopsie. Und vor allem, wir wissen inzwischen durch Studien, weil diese MRT-Fusionsbiopsie gibt es schon seit einigen Jahren, dass wir hier die tatsächlich höhergradigen malignen Prostatakarzinome detektieren als die nicht so malignen Prostatakarzinome. Wir haben die Radiologen zu Hilfe gezogen, die haben gewisse Kriterien, wie sie die Prostata beurteilen in der MRT, und die sogenannten PIRATS-Kriterien. Und anhand dieser Kriterien und in Kooperation mit den Radiologen können wir gezielt nunmehr die Läsionen der Prostata stanzen, die auf ein schlimmeres, wenn ich das so sagen kann, Karzinom hindeuten. Ja. Inzwischen wissen wir, dass wir die auch besser detektieren können. Ja. Ist diese Fusionsbiopsie sozusagen der Goldstandard oder das letzte Mittel, das ich einsetzen kann, um festzustellen, ob Krebs da ist? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, über Biomarker vielleicht auch noch zu finden? Das ist alles sicherlich noch vorhanden, das haben wir. Aber momentan gilt
dass die MRT-Fusionsbiopsie in der zweiten Linie, also nach einer negativen rektalen Biopsie, unbedingt durchgeführt werden sollte. Ja, negativ heißt ohne Befund. Negativ heißt nicht, ohne Befund. Nicht schlechte Zeichen. Ganz genau. In der Medizin ist positiv leider negativ. Diese Biopsie, diese Fusionsbiopsie, wie läuft die ab? Also was heißt das für mich als Patient? Werde ich narkotisiert? Wie läuft das? Sie ist sicherlich etwas invasiver als die transrektale Biopsie, weil wir ja durch den Dammbereich stechen. Mhm. Das ist also kein natürlicher Weg wie der Enddarm. Bedeutet, dass der Patient, wenn auch kurz, dann trotzdem eine Narkose bekommen muss. Ob diese Narkose jetzt eine Spinalanästhesie ist oder eine Vollnarkose, das entscheidet der Patient gemeinsam mit dem Anästhesisten. Daraufhin schallen wir die Prostata und fusionieren quasi die Bilder EDV-technisch zusammen, die MRT-Bilder mit den Ultraschallbildern und ja, führen dann, wie beim Schiffe versenken, die Stanzbiopsie durch. Um noch kurz über die Behandlungsmöglichkeiten danach zu sprechen, falls Sie etwas finden, muss eine Operation sein? Vor etwa 20 Jahren, als ich anfing mit Urologie, hieß es, alles, was Prostatakarzinom heißt, sollte am besten operiert werden. Das ist nicht mehr so. Wir werden erstmal mit den Patienten darüber sprechen, was es sich hier für ein Karzinom handelt. Ist es ein niedrigmalignes oder ein hochmalignes Karzinom? Und mit ihm über alle möglichen Optionen sprechen. Natürlich, wir als Chirurgen favorisieren die Prostataoperation, aber genauso gibt es die Strahlentherapie, die man durchführen kann. Insbesondere bei Patienten, die diesen Wunsch äußern, zum Beispiel, weil sie Angst haben vor einer Operation oder bei Patienten, die tatsächlich mehrere Erkrankungen mit sich bringen, die eine offene Operation gefährlich machen. Mhm. Also selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, bei manchen speziellen Karzinomarten nichts zu machen und das Ganze zu beobachten. Mhm. Die sogenannte aktive Beobachtung, neudeutsch Active Surveillance, gibt es strikte Vorgaben von der Deutschen Gesellschaft für Urologie und von der Europäischen Gesellschaft für Urologie, welche Patienten in dieser Kategorie fallen. Und darüber kann man mit dem Patienten sprechen. Man kann also den beobachten, bis man dann nach einer erneuten Biopsie sieht, ob sich das Karzinomstadium verändert hat, um dann mit den Patienten nochmal neu drüber zu sprechen, ob eine Operation jetzt gewünscht ist, mit Ziel auf Heilung. Ja, mit Ziel auf Heilung. Wenn man das alles zusammenrechnet, wie hoch sind die Heilungschancen vom Prostatakarzinom? Das hängt natürlich davon ab, wann man das Karzinom trifft. Mhm. Wir können ja erst agieren, wenn wir einen Verdachtsmoment haben und der Patient zu uns kommt. Also, aber insgesamt sind die Heilungschancen heutzutage sehr, sehr gut. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.